Die Film- und Fernsehwelt trauert um Helmut Berger. Der Schauspieler stirbt am Donnerstag im Alter von 78 Jahren. Nur wenige Tage vor seinem 79. Geburtstag. Sein Agent Helmut Werner teilt mit, dass sein Tod friedlich, aber dennoch unerwartet ist. In Erinnerung an den Österreicher schreibt er: Helmut Berger war einer der größten und talentiertesten Schauspieler, die das europäische Kino je gesehen hatte. Zu den Höhepunkten seiner Karriere zählen Rollen in Filmen wie Die Verdammten oder Ludwig II. Nach dem Tod seines Mentors und Partners Luchino Visconti fällt es ihm zunächst schwer, an diese Erfolge anzuknüpfen. Ab 2009 ist er jedoch hin und wieder in Filmen zu sehen. 2013 nimmt er unter anderem an der Seite von Georgina Fleur am Dschungelcamp teil. 2019 zieht er sich nach mehreren Krankenhausaufenthalten aus der Öffentlichkeit zurück. Doch bis zuletzt soll er glücklich, zufrieden und gut gelaunt sein.